8 Monaten habe ich dieses Video hier bei Jezza gesehen, in dem er Charaktere so zeichnet, wie sie im Buche beschrieben stehen. Und danach versucht er, den jeweiligen Charakter zu erraten. Dafür muss ich doch beim Casting ein paar, sagen wir, kreative Freiheiten erlauben. Und vor wenigen Wochen hat dann meine YouTuber-Kollegin Sarah Mann-Schwarz das Ganze nach Deutschland gebracht. Und da ich gerne lese, gerne zeichne und ihr mich mit der Frage überschüttet habt, werde ich das Ganze heute auch mal ausprobieren. Hey, mein Name ist Shania und ich lade jeden Dienstag um 18 Uhr ein neues Video rund um Kunst und Kreativität hoch. Aber gut, bevor wir anfangen, möchte ich euch heute meine helfende Elfe Simon vorstellen. Hallo! Simon hat sich die Arbeit gemacht, die Beschreibungen einiger relativ bekannter Buchcharaktere rauszusuchen. Und das, obwohl er nicht mal so viel liest. Also danke für die Arbeit. Aber ich weiß natürlich nicht, um wen es hier geht. Und damit ihr ein bisschen mitraten könnt, werde ich euch auch erst am Ende vom Video sagen, wer die jeweiligen Charaktere sind. Willst du dich kurz vorstellen? Hallo, mein Name ist Simon und ich lade nicht jede Woche zwei Videos hoch, ein Video hoch. Ich lade gar keine Videos hoch. Aber manchmal bin ich hier auf dem Kanal. Er ist erster Adoptivvater meiner Katzen. Dann komm, lass uns anfangen jetzt. Person 1. Person 1. War in seiner Erscheinung eher jünglingshaft. 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 Okay. Weil er war noch in seinen Zwiens. Zwiens ist... Weil er war noch in den Zwiens. Was? Er war 4 Fuß groß. Das ist ungefähr 1,22. Oh, danke, dass das... Kleiner Hobbit? Ich darf noch nicht raten. Und hatte blonde, fast goldene Haare. Aber möchte ja auch ein bisschen kreativen Spielraum lassen. Deshalb sage ich dir noch, dass er später ein bisschen gewachsen ist. Und zwar hatte er nachher eine Größe von über 4 Fuß und 5 Zoll, also knapp 1,35. Sehr gewachsen. Von 1,22 auf 1,35. Ich würde mich freuen, wenn ich noch 10 cm wachse. Was das? Das war Person 1. Das war's? Das war's, ja. Keine Beschreibung zur Nase. Nein. Augen, nein. Mund, nein. Ohren. Blonde, fast goldene Haare, und eher jünglingshaft, in seinen Zwiens. Ich habe dir noch dazu geschrieben, was das ist, also Zwiens. Zwischen 20 und 33 Jahre alt. Okay, da fangen wir an mit Person 1. Okay, ich konnte wirklich nicht viel mit der Beschreibung anfangen, also habe ich einfach nur ein Gesicht gemalt und goldene Haare draufgepackt. Und dabei habe ich aus Versehen Anografie gemalt. Ich beschwere mich nicht, ehrlich gesagt. Es gibt sogar einen Film, in dem er blond ist. Also, ups. Da ich ihm Klamotten verpassen müsste, wenn ich seine Größe einbaue, habe ich mich dafür entschieden, nur seinen Kopf zu malen. Denn wäre er zum Beispiel aus dem Harry Potter-Universum, dann hätte er ja was ganz anderes an. Das wäre eher ein Hobbit oder aus Game of Thrones. Insgesamt bin ich mir wirklich sehr unsicher, wer das sein soll. Aber Tyrion, trotz zutreffender Größe und Frisur, würde ich, glaube ich, ausschließen, da seine fehlende Nase in den Büchern schon sehr eindeutig beschrieben wird. Person Nummer 2. Okay. Sie, ja, ist atemberaubend schön, groß und schlank. Damit hast du jetzt jeden Protagonisten aus jedem einzelnen Buch aus der YA-Section beschrieben. Ihre bloße Erscheinung, okay, scheint stets einen schwachen Schein auszustrahlen. Okay. Weißt du, wer es ist? Ich weiß nicht, wer es ist, aber ich habe jetzt schon eine Vermutung. Ich sag mal nicht. Sie hat silberblondes Haar. Okay. Das ihr beinahe bis zur Taille geht. Sie hat große dunkelblaue Augen, eine blasse Haut und sehr weiße gerade Zähne. Du weißt, wer es ist. Du weißt bestimmt, wer es ist. Ich dachte, ich weiß es, aber Simon hat mir gestern erzählt, dass er keine zwei Leute aus einem Franchise rausgesucht hat. Wen hättest du denn getippt? Galadriel. Okay. Ich sag da nichts zu. Okay. Ich sag jetzt nicht ja oder nein, aber... Okay. Hier
hier habe ich irgendwie direkt an was Magisches gedacht. Der Schein, der sie umgibt, die langen, weißen Haare und dann noch die blasse Haut und die perfekten Zähne. Hört sich für mich sehr nach einer Elbin von Tolkien an. Aber hätte man da nicht auch die spitzen Ohren erwähnt? Vielleicht hat Simon ja diesen Stichpunkt einfach übersehen. Ich habe ihr ein Kleid verpasst, weil die weißen, geraden Zähne irgendwie darauf hinweisen, dass sie sehr rein und auf ein gutes Aussehen bedacht ist. Das trifft natürlich nicht unbedingt in der echten Welt zu. Ich meine, ich habe auch gelbe Zähne. Aber meistens wird in einem Buch schon sehr bedacht beschrieben. Und alles, was beschrieben wird, ist letztendlich ein Hinweis, wie diese Person nun mal ist. Zudem würde weiße Kleidung mitsamt der blassen Haut und den hellen Haaren einfach dieses Leuchten, was sie anscheinend ausstrahlt, mehr zur Geltung bringen. Charakter 3, die Spezies. Oh Gott, okay. Die Spezies ist Mon Calamari. Weißt du, was es ist? Nein, aber Calamari hört sich nach Fisch an. Das Geschlecht ist männlich. Die Augenfarbe ist gelb-orange, 1,80 Meter groß, 83 Kilogramm schwer. Dankeschön dafür. Das Geburtsdatum ist spätestens 41 VSY. Falls du weißt, was es heißt. Warum habe ich dich hierfür ausgesucht? Falls du weißt, was es heißt. Die Heimat ist Duck. Der Beruf und die Tätigkeit ist Wissenschaftler, Soldat und Flottenoffizier. Und die Bewaffnung ist eine Blasterpistole. Und jetzt musst du eigentlich wissen, um wen es geht. Du musst wissen, um wen es geht. Monka. Heimat Duck. Natürlich, Schlacht von Yavin. Das, warum sprichst du das nicht einfach aus? Also es ist auf jeden Fall aus dem Star Wars Universum. Spätestens bei Beruf Flottenoffizier hättest du ja schon merken müssen, dass es aus Star Wars ist. Nee, das hätte auch was Piratenmäßiges sein können. Hätte Mon Calamari, ja. Ja, ich habe tatsächlich am Anfang so an Captain Jack Sparrow gedacht, aber an diesen einen Typ da mit dem Calamari-Kopf. Ja, okay. Und dann dachte ich so, gibt's dazu ein Buch? Davy Jones. Okay, ich bin ganz ehrlich, ich habe absolut keine Ahnung, abgesehen davon, dass das was mit Star Wars zu tun hat. Ehrlich gesagt, kenne ich mich einfach mit den ganzen Rassen da nicht aus. Also habe ich das Beste draus gemacht, ein Bild von einem Calamaris geholt und das ganze Tier einfach in ein typisches Star Wars Outfit gepackt. Braunes Leder, hängende Stoffe und hier und da ein wenig Metall. Dann habe ich noch eine Blasterpistole in sein Tentakelchen gepackt und fertig ist mein Mon Calamaris. Person 4 ist ziemlich groß, muskulös, hat ein kantiges Kinn, lange blonde Haare, die ihm bis aufs T-Shirt gehen, auf seinen Armen zeichnen sich Adern ab und er hinkt. Ich sollte vielleicht nochmal sagen, du kennst jede einzelne Person, die ich hier gewählt habe. Du kennst alle. Ich bin mir 100%ig sicher, dass du alle kennst. Naja, okay. Ich werde es einfach malen. Vielleicht kommt es mir ja bei malen irgendwie. Das sagt mir so gerade gar nichts. Gar nichts. Das konnte ich mir tatsächlich schon denken, dass diese Person dir gar nichts sagt. Habe ich ehrlich gesagt nicht so lange nachgedacht und einfach das gemalt, was beschrieben steht. Worum es am Ende ja eigentlich auch geht. Wer auch immer das hier sein soll, egal wie er in den Filmen aussieht, so würde ich ihn mir in den Büchern vorstellen. Und die letzte Person. Person Nummer 5. Ja. War als Teenager ein junger und starker Typ, hatte braune Locken. Okay. Und graue, gefährliche Augen. Aber jetzt ist sein gutes Aussehen fast gänzlich verschwunden. Der ist meist ungepflegt. Oh. Und die schweren Verluste haben ihn zunehmend älter gemacht. Bitte sag mir, dass die Beschreibung hier nicht zu Ende ist. Die Beschreibung ist hier zu Ende. Und du musst auch eigentlich wissen, wer es ist. Die sind so alle einfach. Die sind alle so einfach. Die sind total easy. Alle. Mit dieser Beschreibung hatte ich ein wenig Schwierigkeiten, da ja letztendlich zwei vollkommen unterschiedliche Personen beschrieben werden. Ich habe mich aber letztendlich für die ältere Version entschieden, weil es so wirkt, als wäre dieser in der Gegenwart im Buch so vorhanden. Ich konnte allerdings bei diesem nicht ganz einschätzen, wie alt er ist. Also habe ich einfach übertrieben, lieber etwas zu alt als zu jung. Auch habe ich das ganze Bild schwarz-weiß gemacht, da das nochmal diese Trauer und das ganze Leid zur Geltung bringen soll.
Wenn ihr mitgeraten habt, dann schreibt mal gerne eure Vermutungen in die Kommentare. Aber nicht schummeln, das bringt nichts. Ihr könnt nichts gewinnen, es geht nur um Spaß. Okay, meine erste Vermutung ist Sam von Herr der Ringe. Nein. Nein? Nein. Person Nummer 1 ist Peregrin Tuck. Du weißt, wer Pippin ist, oder? Ja, aber... Okay. Meiner sieht nicht aus wie Pippin. Du hast die Beschreibung auf jeden Fall gut getroffen. Okay, Person Nummer 2. Ich muss mal kurz gucken, wie die ganze heißt. Okay, dann das hat nochmal bestätigt. Oh, okay. Es ist meiner Meinung nach Khaleesi Daenerys Targaryen Mother of Dragons Fireborn, keine Ahnung. Nein. Was? Nein, es ist nicht. Nein? Nein, es ist Warte. Nicht. Warte. Atembraun, Großschlange, ihre blonde Erscheinung. Hä? Aber das ist voll gut geraten. Das ist tatsächlich sehr gut geraten. Und es passt auch, aber ist es nicht. Wer ist es dann? Ganz anderes Franchise. Und zwar ist es Fleur, Isabelle de la Coeur Weasley. Ja, meine sieht nicht aus wie Fleur. Okay, jetzt kommt was ganz crazy ist bestimmt. Den Mon Calamari. Ich habe keine Ahnung, wer es sein soll. Es tut mir leid, ich habe keinen Namen für dich. Ich habe nur das Bild für dich. Interesting. Ein Bonn-Kalamari sagt eher Sachen wie, es ist eine Falle. Ah, nein. Es ist nämlich Admiral Akbar. Nein. Ich und Shania hat es vorher sogar noch zu mir gesagt, es ist eine Falle. Und ich habe, ich musste mich so zurückhalten, nichts zu sagen. Ich habe noch nichts richtig geraten. Person 4. Aber du warst bei Person 1 ziemlich nah dran. Okay, Person 4. Ziemlich groß, muskulös, kantiges Kinn, lange blonde Haare und Adern auf den Armen und hinkt. Da ich, weißt du nicht, wer es ist. Nein. Du hast es garantiert falsch geraten. Haymitch. Nein. Tribut von Pana. Nein. Nein? Nein, okay, nein, ich habe noch nein. ein paar. Lockhart von Harry Potter. Nein. Ich gebe dir mal einen Tipp. Ja. Du hast ihn sogar schon mal gemalt. Oh, es ist... Oh, ist der muskulös? Ist es Newt? Ja! Korrekt, es ist Newt von Maze Runner. Oh mein Gott, er sieht in dem Film so anders aus. Er sieht ganz anders aus. Er hat einen bisschen zu großen Kopf. Ich habe einfach nur Brad Pitt gemalt. Also ich muss sagen, aber das trifft ziemlich gut zu. Ja, so habe ich mir ihn tatsächlich auch vorgestellt in den Büchern. Aber das hätte auch Hamish sein können, ne? Ich weiß nicht, ob der hängt, aber es hätte sein können. Gehen wir weiter zur nächsten Person. Die nächste Person Hamish. Wen hast denn du getippt? Okay, es gibt... Bevor ich das auflöse, sage ich dir... Die Sache ist, ich hatte hier was von Harry Potter. Wir haben ja schon was von Harry Potter. Wir haben schon was von Harry Potter. Wen hattest du denn? Dumbledore, weil er sah früher, ich meine, Jude Law hat ihn gespielt. Und Jude Law... Ja. Und der Ältere, der ist halt immer noch ein gut aussehender Mann, aber der ist schon in die Jahre gekommen. Mhm. Aber es ist tatsächlich... Hamish. Ich dachte wirklich, dass du... Den hättest du erraten. Hab ich doch! Ich hab ihn erraten. Du hast ihn bei Person 4 erraten. Aber ich habe ihn gerade noch bei Person 5 erraten. Ich habe einen von 5. Du hast... Einen von 5. Schreibt gerne noch in die Kommentare, wie viel ihr richtig geraten habt. Ich hoffe, ihr wart besser als ich. Ich bin gespannt, ob irgendjemand von euch irgendeinen richtig geraten hat. Aber gut, wenn ihr mehr sehen wollt, dann schaut gerne mal hier vorbei. Hier haben Simon und ich nämlich versucht, anhand der Wikipedia-Beschreibung ein bekanntes Kunstwerk nachzumalen und dieses am Ende zu erraten.